Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFAcoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen Video und heute geht's mal nicht um FIFA 17, sondern um den Spendenstream, den ich von Freitag bis Sonntag gemacht habe und insgesamt sind da 74 Euro zusammengekommen und die werden wir jetzt natürlich auch direkt an das SOS Kinderdorf spenden. Davor möchte ich mich natürlich aber erstmal bei den Leuten bedanken, die etwas gespendet haben. Ich selbst werde jetzt auch nochmal 6 Euro drauflegen, dass wir eben genau 80 Euro haben. Und das ist, denke ich, schon eine richtig, richtig gute Summe. Der erste, bei dem ich mich bedanken will, ist Daniel Karich. Er hat insgesamt 2 Euro gespendet. Vielen Dank an dich auf jeden Fall. Und dann geht's weiter mit Samco Player. Der hat insgesamt auch 1 Euro dagelassen. Vielen Dank dafür. One Man Army hat auch 1 Euro dagelassen. Auch danke an dich. Dann geht's weiter mit FB Players. Der hat insgesamt 4 Euro dagelassen. Vielen Dank an dich, FB Players, für deine Spenden, für den guten Zweck. So, dann haben wir noch Julian von FIFAklapper.de. Er hat 5 Euro dagelassen. Danke an dich auf jeden Fall. Und wir gehen direkt weiter mit dem nächsten Donator und das ist Boom It's Luck. Er hat 2 Euro dagelassen. Dankeschön. Und der gute alte Alles für Borussia hat insgesamt 2 Euro dagelassen. Vielen Dank. Nico X hat 1 Euro dagelassen. Dankeschön. Und dann kommen wir zu einem weiteren Donator und der hat einfach mal 10 Euro auf einmal dagelassen. Und das ist Big Daddy. Vielen, vielen lieben Dank auch an dich für deine Spende. Machen wir weiter mit Zero. Er hat insgesamt 2 Euro dagelassen. Vielen Dank. Der gute alte Skillerinio, der ja auch Mod ist im Chat, hat 3 Euro dagelassen. Danke an dich, Skillerinio. Basti Eder hat 1 Euro dagelassen. Vielen Dank. Niklas Neo, der Niggi, hat 1 Euro dagelassen. Vielen Dank, Niklas, nochmal. K-Wop hat insgesamt 6 Euro dagelassen. Vielen Dank an dich, K-Wop, für deinen Support. King of Schrott hat 1 Euro dagelassen. Vielen Dank. Und jetzt kommen noch 2 Donator. Der erste ist No Hand Gaming. Einfach mal Benji von No Hand Gaming hat 5 Euro dagelassen. Vielen, vielen lieben Dank nochmal an dich. Und danke auch, dass du ein paar Leute von dir zu mir in den Stream damals geholt hast. Also während dem Stream hat er, also er hat seinen Stream beendet und dann hat er eben die Leute zu mir rübergeschickt. War richtig, richtig nice und er hat auch einfach mal 5 Euro dagelassen. Richtig korrekt von dir, Benji. Und die Person, die beim Spendenstream einfach am meisten, mit Abstand am meisten für den guten Zweck gespendet hat, ist RealPad FIFA. Also Patrick, er hat einfach mal unglaubliche 25 Euro gespendet für das SOS Kinderdorf. Wirklich ein korrekter Typ, muss man echt sagen. Der ist auch immer dabei in den Streams. Wirklich ein korrekter Dude. Danke auf jeden Fall an dich, Patrick, für deine Donations. Okay, das waren auf jeden Fall jetzt mal die Donator. Vielen, vielen Dank an alle wirklich, die gespendet haben. Auch natürlich an alle, die immer am Start waren, mich angefeuert haben bei Foot Champions, dass ich da zumindest eben ein bisschen was raushol für alle, die es interessiert. Ich habe 20 Siege geschafft, 20 Niederlagen, also ja, so lala auf jeden Fall. Okay, und jetzt kommen wir zu dem, auf das ihr wahrscheinlich gewartet habt, denn ich will jetzt nicht irgendwie einfach nur sagen, okay, ich habe das gespendet. Ich will euch das auch wirklich zeigen, dass ich das auch wirklich, wirklich spende. Also insgesamt 80 Euro, wie gesagt, 6 Euro lege ich von meinem eigenen Geld noch drauf. Und für alle, die es interessiert, ich mache Ende dieses Jahres meinen Zivildienst sogar im SOS Kinderdorf. Das heißt, ich hätte auch selbst zum SOS Kinderdorf hingehen können, Kamera mitnehmen und denen die 80 Euro auf den Tisch geben können. Aber ich wollte mich dort nicht einschleimen, wenn ihr wisst, was ich meine. Also wenn ich jetzt dort hingehe und sage, ja, ich mache meinen Zivildienst da hier, 80 Euro meine Spende. Das ist irgendwie so, wisst ihr, wie ich das meine? Ich will ohne Vorurteile im positiven und negativen Sinne aufgenommen werden, sagen wir es einfach mal so. Und deswegen spende ich das jetzt eben einfach übers Internet an das Spendenkonto vom Kinderdorf. Okay, das heißt, bei Spendenbetrag wählen wir natürlich einmalig aus und jetzt wählen wir den Betrag und zwar sind das 80 Euro, die da rausgehen. Verwenden Sie meine Spende bitte dort, Österreich, bla bla bla. Ich würde sagen, wo sie am dringendsten benötigt wird, ist, denke ich, am besten, würde ich sagen. So möchte ich bezahlen, machen wir sofort Überweisung, dann kann ich das direkt jetzt machen. Bei meinen Anmerkungen zur Spende werde ich jetzt nicht wirklich was hinschreiben und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur Anschrift. So, also hier muss ich jetzt nur meine persönlichen Daten auswählen, das werde ich euch jetzt natürlich nicht zeigen. Ich werde euch dann nachher wieder mit reinholen. So, okay, da sind wir jetzt auch schon bei der gewählten Zahlungsmethode eben, wie gesagt, Sofortüberweisung. Hier wähle ich Österreich aus und jetzt werde ich das Ganze einfach mal bezahlen und ich denke mal, danach wird irgendeine Bestätigung kommen und die zeige ich euch dann einfach. So Jungs, die Kamera ist gerade ausgegangen. Auf jeden Fall haben wir hier jede Spende zählt. Vielen Dank für eure Spende, also sozusagen eine kleine Bestätigung. Und dann kam hier noch dieses Video, das können wir uns jetzt nochmal gemeinsam anschauen, wenn ihr wollt. Also als Dankeschön gibt es anscheinend so ein Video noch mit ihrer Unterstützung. Die Kinder zeichnen ein Danke.
Das ist doch süß, oder? Jedem Kind ein liebevolles Zuhause steht hier dann noch. Und ja, SOS Kinderdorf, danke. Finde ich auf jeden Fall cool, dass sie das hier so gestaltet haben. Also ihre Daten wurden sicher übertragen und sie erhalten direkt eine Bestätigungs-E-Mail. Zahlungsabwicklung per Sofortüberweisung. Vielen Dank für Ihre Sofortüberweisung, den abgebuchten Betrag. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Okay, also, das war die Spende, das war der Spendenstream. Ich hoffe, euch hat das ganze Projekt gefallen. Falls ihr wollt, dass ich sowas nochmal mache, schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich würde sagen, ballert einfach mal den Hashtag für den guten Zweck in die Kommentare rein. Ich würde es gerne nochmal machen, also es hat mir eigentlich Bock gemacht. Vor allem währenddessen ein bisschen Food Champions spielen, dann noch Spenden für den guten Zweck sammeln. Das ist auf jeden Fall auch mal was fürs gute Gewissen. Wir haben jetzt, wie gesagt, 80 Euro gespendet. Ist auf jeden Fall nice. Und ja, Freunde, da möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken, dass ihr alle dabei wart beim Spendenstream. Vielen Dank nochmal an alle, die gespendet haben. Und ja, dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.